Schwarmfuß und die Pizza-Wesen und bla. Karrieremodus von dem Mann. Spieler ohne Gegentor wurden nicht gezählt, wenn das gegnerische Team ein Eigentor erzielte. Hä? Spiele ohne Gegentor. Also wenn ich 1-0 gewinnen würde, wurden nicht gezählt, wenn das gegnerische Team ein Eigentor erzielt. Ah, ach so. Hä? Warum wurde das denn nicht gezählt? Ich glaube, es war noch nie der Fall bei uns. Also quasi, wenn ich 1-0 gewinnen würde über ein Eigentor vom Gegner. Das ist damit gemeint. Mittelstürmer beschweren sich beim Einsatz auf der MSSCLR gelegentlich darüber, dass sie auf der falschen Position eingesetzt werden. Wir sind Stürmer und wir sind halt eigentlich immer vorne. Also wir sind halt immer Sturm-Mittelsturm. So. Kann ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren. Also gut, ich beschwere mich auch nicht drüber, wenn dann beschwert sich die KI darüber. Okay, das Spiel wurde unerwartet beendet, wenn man den Karrieremodus oder die Turniere aufrief. Ist nie passiert. Okay, also betrifft mich nicht sonderlich das Update. Wollte ich gerade gemütlich reinstarten, alles erstmal ein Update. Ja, super. Kann der Rechner auch nicht, kann Original auch nicht automatisch ziehen oder so, ne? Nö, das geht nicht. Geht erst dann, wenn ich Origin starte. So. Also, für uns geht's um den Aufstieg. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Also mal kurz gucken, wie viele Teams gibt's denn in der Tabelle. Ich meine 24. Ja, heißt, wir haben 23, wir haben 46 Saisonspieltage, ne? Glaube ich. Sind ein paar mehr als in der Bundesliga. Ich glaube, es ist 6 mehr oder 7 mehr oder so. Aber gut. So, habe die jetzt schön über. Sieht schön aus. Was sagt der Kalender für heute? Wie gesagt, so ab 19 Uhr spätestens werden wir dann in Apex reingehen. Für die neuen Weeklies. So, Liga. Jede Menge Liga. Nur Liga. Ich glaube nicht, dass wir heute bis hier hinten spielen werden. Na, es ist nicht die spannendste Saison, aber es gehört auch dazu. Also was Abwechslung angeht. Sheffield Wet. Sind nicht die besten. Sind ziemlich weit unten angesiedelt. In der Tabelle. Aber okay. Passiert. Müssen noch Mannschaften da unten sein. Ist nun mal so. Boah, wie ich den kaputt hier verpfert hab. Oh, Hindernis wurde getroffen. Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel in der EFL Championship. Sheffield Wednesday gegen Huddersfield Town. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser macht. Sie werden hier heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind sie das treffsicherste Team der Liga. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen.
Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Okay, selber Aufstellung. Alter, das hat laut hier, ey. Hier sehen wir die Aufstellung von Huddersfield-Town. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Aber Kula kann wieder spielen. Die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf. Beziehungsweise darf wieder spielen. Darauf müssen wir es ja beschränken. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. So. Ich bin heute nicht der Wachste. Aber da tut's auch so. Oh. Schöne Aktion. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Na komm, steh wieder auf. In die Mitte. Den Ball hat die Abwehr. Das hätte gefährlich werden können. Na ja. Oh, der Trickplay, though. Ah. Spielt den Pass auf den Flügel. Gute Aktion. Da kommt zu weit hinten rein. Oh, der Kopfballtor. In dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Kann man mit dem Schelling in die Eckpfanne schlagen. Dafür, dass hier so hart schwierig reinkam. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Hier also doch mal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Der Abschluss war nicht so leicht, Meister. An den Ball und schon klingelt's im Kasten. Das stimmt ja nicht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Abgefangen, gut gemacht. Danke dafür. Sieht gefährlich aus. Ecke. Ach, an dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Oh, das ist zweite. Da ist das zweite. Mit dem Schädel. Also mittlerweile machen wir Ecken wirklich gut. Teilweise. In der Wiederholung. Teilweise. Super die Ecke verwertet und da gibt es für den Torhüter nichts zu halten. Genau dasselbe Tor, nur von näher ran. Jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Aber aus tatsächlich genau demselben Winkel. Hier steht es. 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ball an den kurzen Pfosten. Hat er clean. Nicht so weit. Viel mit Auge. Steig gespielt, gute Idee. Die Riesenchance. 3-0. So. Ja, er macht ihn. Keine Viertelstunde auf dem Feld. Und das Spiel ist entschieden. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine gute Nachricht für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Oh. Jetzt müssen sie aufpassen. Ah, okay, der war zu gut gedacht. Ballverlust. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an dem dran sind. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Oh, geht über die Latte. Kam gefährlich. Vom Keeper. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Jetzt kommt die Ecke. Oh, hat er alles klar. Oh, wäre gefährlicher geworden. Super Pass. Oh, das war abseits. Gefährlich. Das war kein Abseits. Fallen wir unten? Das muss es sein. Der Pass. Das war kein Abseits. Was? Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute. Das ist nicht mal ein Konter. Das war kein Abseits? Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die. Sekunde, wir haben ja hier so ein tolles Sofortwiederholungsding.
Oh mein Gott. Oh. Pass mal auf. Hier kam der Pass. Hier ging der Pass raus. Kann man so in etwa sagen. Dann warte, brauchen wir jetzt. Nein, ich hätte gerne eine Freisicht oder irgendwie sowas. Sowas. Das war abseits. Nee, war es nicht, weil wir noch in unserer Hälfte sind. Klar, dann ist es natürlich kein Abseits. Wir sind ja noch bei uns in der Hälfte. Da war das aber verflucht knapp. Also die Hand war schon daher. Ah, das war schwierig. Stimmt. In unserer Hälfte ist natürlich kein Abseits. Die Regie dafür. Okay. Wird's jetzt gefährlich? Da passt das super. Oh Mann, man kann ihn nicht mehr so auftricksen in dem Teil, ey. FIFA 19 kann man voll gut da rumtricksen. Kadeem Harris. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Da wäre Platz auf außen. Boah, viel Platz jetzt. Boah, nee, schade. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Schade. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist halbe Handlos. Stunde und ein Hattrick. Das ist natürlich nicht ganz ohne. Da verlieren sie den Ball. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Adama Diakabi. Oh, okay. Was macht er draus? Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Er war zwar nicht genauso geplant, aber. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Sie verlieren den Ball. Ach, Jungs. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ball kommt flach. Da kommt die Hereingabe. Das hätte gefährlich werden können. Die Chance, ja, der Ball Konter. Zu mir. Ja, war ich mir nicht ganz sicher, ob das. Also, das sollte eigentlich zu mir gehen, aber ist da nicht passiert. Hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der eh abseits gewesen wäre. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Der Annahme, though. Dead Annahme, though. Und dann lässt er sich die Chance so. Nicht nehmen. Wieder das Tor. Ja, wer will den denn heute aufhalten? Wer will diese Treffer verhindern? Wenn du so einen Lauf hast. Dafür, dass wir im ersten Spiel des Tages eigentlich immer vergleichsweise Probleme haben. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr. Sieht ja jetzt innerhalb von einer halben Stunde gar nicht mehr so schlecht aus. Er überzeugt heute als finde. Passgeber. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Ups. Super dazwischen gegangen. Das war maybe der falsche Knopf. Das war ein Pass und kein Steilpass. Massimo Luongo. Aber ey. Schwache Aktion, Ballverlust. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ja, komm hinterm Abseits raus. Jetzt die Flanke. Ja, zu lange gebraucht. Geklärt. Boah. Kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Das hier wäre nicht schlecht gewesen. Nicht präzise genug. Rufo 1047, danke für den Follow und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So. Nehme ich, danke. Schwach gelöst. Frage ist, na gut, dann machen wir nichts daraus. Auf außen ist Platz. Okay, den habe ich verloren. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei.
Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Ballverlust. Diakabi. Nein, das Abseits. Oh. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Ja, deutlich. Deutlich im Abseits. Oh, ich würde sagen, das ist schon nochmal für den Anfang. Ich sage mal so, wir wissen, dass wir in der zweiten Halbzeit sowieso ein bisschen abnehmen werden. Also denke ich mal, dass wir vielleicht noch, oh, wenn dann ein Tor machen oder zwei. Richtig gute Partie heute von ihm. Hat er einig? So. Ich habe jetzt ganz clean. 5:0 erste Halbzeit. 4 Tore davon. Der 4. Dreierpack in dieser Saison. 4. Hattrick, alles klar. Der Ball rollt wieder. Ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten in den Durchgang 1. So, jetzt komm unten. Schön. Klasse Pass! Ah, den habe ich zu weit reingezogen. Ah, das gibt einen Freistoß. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Okay, wie machen wir das jetzt? Es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich aus dem Winkel geht nur per Flanke. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Das war okay. Ich wollte halt den auf gar keinen Fall mit zu viel Wumms hinterbringen. Da war schon so okay. Ah! Ach, der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ball fliegt hoch ein. Gefährlich! Oh. Kommt jetzt, ja, aber das ist 3 gegen 1. Jetzt ist es 4 gegen 2. Sie können nicht klären. Sind beide. Sollen die, wir wollen die so in Tore schießen, ey. Und jetzt warten wir mal. Sonst hat das gar keiner den Ball will, wenn ich einfach da rumstehe. Auf außen ist Platz. Gute Aktion. Und die einfach so durchlaufen lassen. Fünferpack. Da wollten sie unbedingt über die Flügel kommen und haben damit auch Erfolg. Klasse den Ball auf außen und dann reingebracht. Sehr schön. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Ja, der nächste tolle Pass. Massimo Luongo. Pässe können sie aber viel mehr nicht. Nico verteidigt. Lol, what? Okay. Pass kommt. Nein. Die Flanke bleibt hängen. Ich wollte reingrätschen. Es gibt eine Auswechslung bei Huddersfield. Ja, aber da war dann doch ein bisschen zu spät. Dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Ecke in die Mitte. Oh, den Ball hat er nicht alles klar. Getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Knapp. Hat nicht viel gefehlt nach der Ecke, ein knappes Ding. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Ja, aber keine Anspielstation! Den nehme ich so. Gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Den nehme ich. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Saubere Flanke von der linken Seite. Endlich einwandfrei. Da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerfen. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauer ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Den nehme ich. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Oh, würde ich sagen, ist clean, ne? Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Bannon. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Sie haben den Ball. Okay, ich hatte ja gedacht, dass da jetzt gepfiffen wird. Deswegen wollte ich eigentlich den Vorteil den ausholen. Aber anscheinend nicht. Warum setzt sich durch? Hey! Abgepfiffen. Es gibt den Freistoß.
Das war aber ein Zug schon ein bisschen grob. Überragend gespielt. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. Elfmeter? Elfmeter! Ja, moin. Na gut. War zu viel gezockt. Gute Chance, klar. Aber sie machen gar nichts auf diesem Elfmeter. War dann doch zu viel. Scheiß Pfosten. Mounier. Oh! Und die Chance hat er vergeben. Substitution for Sheffield Wednesday. Coming off the pitch. Number 45, Fernando Forestieri. Coming onto the pitch, number 11, Sam Winnell. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Das könnte die Spieler nochmal pushen. Kommt aber nicht bei dem 7-0. Also, das hätte mich dann doch aber sehr nicht gewundert, bei dem 7-0. Also, der Winkel einfach zu spitz. Also Vereinsrekord ist 10-0. Der Vereinsrekord weiß ich nicht, aber 20 Minuten haben wir noch unser Rekord ist ein 10-0. Haben wir in einem Länderspiel, glaube ich, gegen Schweden macht er gut. Gemacht. Ah, zwei. Ich glaube sogar noch gestern, oder? Der Schuss. Oh! Wie macht der den denn rein? Okay, den habe ich tatsächlich einfach mal drauf und geschossen. Genau da sollte der Ball hin. Sehr gut platziert. Aber er hat in der Tat funktioniert. Sehr schön. Das super platziert. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Ich merke es. Massimo Luongo. Kadeem Harris. Danke dafür. Oh. Ja. Bannon. Oh, da ist der Ball wieder weg. Lol. Der war eigentlich gar nicht so geplant. Ich meine natürlich nicht, klar war der so geplant, Mourier. Absolut. Guter Vorstoß jetzt. Oh, schade. Der hat, der ist nach außen abgedreht. Was macht er draus? Oh. Der Ballverlust. Na, ah, der ist aus. Zuspiel landet eben aus, gibt Einwurf. Ich glaube, wir sind ready für den Aufstieg. Also nach den letzten Spielen, die wir hier liefern, ich meine, gut, viel mache auch halt ich einfach. Gerade in dem Verein mache ich viel. Unaufhaltsam. Also wir haben jedes Spiel ein Tor. Jetzt durch mindestens vorbei. Eins. Jetzt ist Schluss für ihn. War nicht sein Tag heute, muss man so sagen. Ja, er hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gefunden. Insofern war dieser Wechsel absehbar. Wow, wenn man danach gehen würde, würde ich ja eigentlich nie eine Bindung zum Spiel gibt's finden. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sieht gefährlich aus. Geblockt vom Verteidiger. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er nicht sowieso schon abseits war, aber anscheinend nicht. Ecke kommt ins Zentrum. Benza! Der Ball kann klasse in den Strafraum. Stimmt das? Ja, das stimmt gar nicht. Aber ist gar nicht ein Benza. Jawohl! Dieses so. Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Kurz zusammengefasst. Oh, das stand halt voll free. Komplett free. Steven Mounier. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Julian Börner. Bannon. Massimo Luongo.
Da kommt der Pass auf außen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ah, er kann klären. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, eigentlich hätte es noch mehr geben müssen, weil die ganzen Toren, die wir geschossen haben. Obwohl, wir sind 5-0, glaube ich, in die Halbzeitpause gegangen, ne? Ja gut, dann geht das ja. Nein, Diakabi, was machst du? Da kommt er raus und hält den Ball. Wollte ihn eigentlich fast per Steilpass vorlegen, weil ich nicht dachte, dass er da noch weiter durchkommt. Adama Diakabi. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, schade. Wollten auf 10-0 gehen. Na, das nenne ich mal einen Kantersieg. Der Kopfball. Hey, komm, jetzt kannst du auch pfeifen, ganz ehrlich. Danke. Mit 1,5 Minuten Verspätung. Beendet diese Partie. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. 5 Tore, sage ich nicht nein zu. Und 3 davon innerhalb von einer halben Stunde. 20 Minuten circa. Boah, nehme ich. Glaube ich. Naja. Peterborough. Wo ist Peterborough? Okay. Okay, das sollte jetzt nicht dein Problem werden. Also, war ja nur, ne? Könnte natürlich auch jetzt anders aussehen, aber schauen wir mal. So, und Benza ist nicht ganz fit. Boah, tut es.
Ja, mal versuchen, einen Lupfer zu machen. Ja, warte mal, wer Lupfer denn? Da war Spielerwechsel. Oh. Ja, es war auch kein Lupfer. Wo war denn nochmal Lupfer? Da war Lupfer. Heute haben wir eine spannende Partie für Sie. Stadion ist voll und die Fans können es kaum noch erwarten. Wir sind live für Sie dabei, hier im Kirkley Stadium. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Kommentieren werden dieses Spiel Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der EFL Championship. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Wie ist dein Eindruck von der Heimmannschaft, Buschi? Sie haben zwar noch alle Chancen, aber wenn sie aufsteigen wollen, dann müssen die Leistungen deutlich besser werden. Heute dreifach punkten, dann wäre schon wieder etwas mehr Ruhe im Club. Also ich weiß ja, wie viele Spiele wir noch gewinnen sind, aber ich habe mit dem Verein noch nicht einmal verloren. Heute im 4-3-3 an Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Richtig. Wenn wir uns die Taktik ansehen, Buschi, dann wird das hier vermutlich eher kein Offensivfestival. Nee, das ist ja eine sehr defensive Ausrichtung. Die wollen sich da wieder hinten einigeln, das können sie gut. Aber spektakulär ist anders. Ah gut, unsere Mitte ist recht zugestellt, so ist es nicht. Ich glaube generell, dass mit so einer Aufstellung nicht bei uns durchkommt. Das geht einfach nicht. Warte, als defensives Fläche gegeben, also schön. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Vielleicht ist eine defensive Aufstellung gar nicht mal so schlecht, aber dann stellt man sich halt nur hinten rein und lässt den Gegner halt kommen, das ist halt auch scheiße. Trevo Chaloba. Nicht ins Ausrennen. Hat jetzt Anspielstation. Gefährlich! Er schießt! Uff! So, what? Geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Und das Ganze eine Abseits? Das war ein super Volley. Ja, also pass auf, der kommt. Ich nehme den an, versuche den abzuziehen und dann Benzer kommt und stoppt ab. Weil ich nicht mehr, weil zwischen dann der Abwehrspieler zwischen mir und dem Ball war. Okay. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und das ist der Ballverlust. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Oh. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn schauen wir dann mal, wobei der alte steht. Dann habe ich nämlich im Internet nirgendwo gefunden. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Sieht gefährlich aus. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Trevo Chaloba. Okay, da seid ihr echt nicht direkt zu mir, aber auch gut. Ja, könnte was werden. Er versucht. Dann halt so. Machen wir unsere erste Vorlage für den Monat. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Eben. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, Benzer mit seinem zweiten Ding, wir haben unsere Vorlage dieses Jahr gemacht. Dieses Jahr, diesen Monat. Wenn wir am Monat mindestens eine Vorlage machen. Laut Erwartungen. Oh. Das Ball. Das war raus. Leben. Auf außen ist Platz. Gute Aktion. Wie machen wir das jetzt? Da können Sie jetzt flanken. Jetzt können Sie den Ball rausbringen.
Ja, war halt Überzahlsituation. Ist halt schwer, dann noch nicht durchzukommen. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Klasse Pass! Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ah, oh, er kann klären. Mann, zieh ihm doch die Beine weg, Alter. Ehrlich, klasse ey. Tackling. Das könnte was werden jetzt. Das könnte die Gelegenheit geben. Nochmal so ein Ding. So. Er mag tatsächlich sein drittes Tor heute. Benza mit dem dritten Tor. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Ja, diese Steilpässe vom Tor, die sind halt zu OP. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Also wenn der Keeper halt dann nicht an den Ball geht, dann machst du ihn halt safe rein. Foul, aber Vorteil. Geht erst die sind halt ganz schön OP. Freistoßentscheidung korrekt. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem ja, ist der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Da haben sie ihn super unter Druck gesetzt. Gut aufgepasst. Jaden Brown. Nicht Charlie Brown. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Abgewehrt vom Tor. Einfach mal versuchen. Einfach mal machen. Nicht viel denken, einfach mal machen. Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Macht er gut. Das war sauber, er holt sich den Ball. Ja, in der defensiven Ausstellung dann hin und her zu passen, den Ball nach einer Ecke ist schwierig. Könnte in Konter gehen. Abseits. Schönes Zuspiel hier. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Ja, das Tor wäre sowieso, also der hätte sowieso nicht getroffen, sagen wir mal so. Weg ist der Ball. Ja, schwacher Ball hier. Gefährlich! Nein, das ist abseits. Schöner Pass. Bahn ist oben, da ist er etwas zu früh losgelaufen. Etwas? Sie rücken nach, er bringt erstmal Ruhe in die Aktion. Das macht er sehr gut, klasse Tackling. Oh. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Super dieses Zuspiel. Ja, könnte was werden. Gute Aktion vom Keeper. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, war der Ball drin. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, war der Ball drin. Hier geht's sogar noch weiter rein. So. Der Ball war drin. Hier sieht man es noch ganz gut. Der ist über der Linie. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Der Ball war drin. Guter Vorstoß, kann was werden. Aber okay, wenn das Spiel sagt nee, dann sage ich okay. Das war eine gute Chance. Ihr habt mal nicht treffen müssen. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon. Stimmt halt deutlich. Überhaupt nicht. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Hätte man erstmal weiterlaufen lassen müssen, der war drin. Der ging nämlich noch weiter. Der ging noch locker 10 cm weiter nach hinten. Der war drin, mein Freund.
Auch wenn der erst in den Händen vom Keeper reinging, aber der war drin. Jones. Da ist der Ball weg. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Oh. Defensiv machen sie es gut. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ja, ja, super Einsatz. Bist auch super Einsatz. Klasse Pass. Ja, ja, hab ich. Im eigenen 16er. Hab ich. Benza! Er spielt den Steilpass. Heute ist die Benza-Show, Junge. Viertes Ding von dem Boy heute. Und sein nächstes Tor. Er schlägt schon wieder zu. Der kann heute nicht daneben schießen. Das gibt's doch nicht. Ein Tag für die Geschichtsbücher. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Sag die an. Anzeigetafel spricht Bände. Ups. Da bin ich gerade ausgerutscht. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Hereingabe. Diese Flanke kommt schon wieder viel so zu weit. Es gibt Einwurf. Da pfeift. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Das Ding hier ist eindeutig bisher. Es steht 4-0. Richtig. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Er kommt immer wieder an den Ball. Anstatt, dass man irgendwie die Werte von Benza zeigt oder so. Einfach klasse. So ein Benza hat jetzt. Ob sie hier noch was anbrennen lassen? Durchgang 2 läuft. Ist nicht sein schlechtestes Spiel, wenn wir ehrlich sind. So, man so zeigt, nicht nur, dass nur ich Hattricks machen kann. Beziehungsweise Viererpacks. Sieht gefährlich aus. Da setzt er eine riskante Grätsche ein. Was für riskante Grätsche? Ja, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. War halt Ball gespielt. Oh! Auch und das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Der Ballverlust. Okay. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt ist der Platz da. Tolle Parade. Der weil er die Vorlage nicht Ziel gemacht hat. Sondern weil er auf Ego gegangen ist. Ecke kommt in die Mitte. So, bei dem 4-0, wissen, 4-0 ist noch lange nichts entschieden. Also gut, ein 4-0 ist schon schwierig, ne, aber... Ja, könnte was werden. Ich habe schon ein Spiel erlebt, wo ein 3-0 im 3-3 geendet hat, so ist das nicht. Macht er gut. Andererseits haben wir halt so eine krasse Dominanz im Moment. Auch wenn das vielleicht gerade ein bisschen harter Zweikampf war, wenn wir mal ehrlich sind. Ballverlust. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jaden Brown. Oh. Ballverlust. Gleich gibt's oh, eine Auswechslung war aber bei der Heimmannschaft. Interessant. Da verlieren sie den Ball. Und da holt er sich den Ball. Wer steht da in der Feuerwehrzufahrt? Jetzt wird's gefährlich. Gefährlich. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ach, scheiße. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Irgendein blaues Auto steht in der Feuerwehrzufahrt. Bitte mal rausfahren. Danke. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ah ja, um Leute in der Feuerwehrzufahrt parken, ey. Schon Parkplätze oder? Organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Jetzt der Ballverlust. Jones. Klasse Pass! Was macht er draus? Stark gemacht, das könnte was werden. Oh, nicht gehalten, okay. Oh, eine ganz starke Szene. Tolle Parade. Gehalten war das Ding nicht. Aber immerhin abgeblockt. Die Ecke kommt rein. Schöner Einsatz. Wichtig, na gut, dann dass wurde da ich auch ausgewechselt. Heute war einfach das die Corner Show. Die Mensa Show. Oh, man merkt,
wie sie da unten jetzt durchatmen, da hinten vor allen Dingen. Ja, da hat aber auch nicht viel gefehlt. Auf der Linie geklärt. Das Tor lag in der Luft. Oh, oh. Super dazwischen gegangen. Ja, eigentlich hätten die das eine Tor aus. Schon, also... Ich würde mich beschweren bei der EFL. Mühe, den Ball abgefangen. Sieht gefährlich aus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Aber ich sag mal so, das Tor war ganz offensichtlich drin. Jetzt können sie vielleicht kontern. Wir könnten kontern, wenn er halt ein bisschen schneller gehen würde. Hier. Gute Aktion. Da kommt der Schuss. Schwieriger Winkel. Richtig, dass er da und keine Ansprüche dazu, ja, muss ich selber versuchen. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Als ob da wirklich noch einer hinrennt, Leute. Kongolo. Oh. Sie verlieren den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Okay, dann machen wir halt so. Trevo Chaloba. Kann er was draus machen? Die Gelegenheit für die Flanke. Ah, zu weit vorne. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Der war deutlich zu weit vorne. Und da ist der Ball wieder weg. So langsam wird's wettertechnisch besser hier, Buschi. Der Regen lässt nach. Na, komm, lass mal den mal fliegen. Natürlich entgegen, auch wenn man lass mal den mal fliegen, weil wir keinen Druck mehr. Rasen, der Regen scheinbar gar nicht so viel ausgemacht hat. Das ist ja auch in England. Abgesehen davon regnet es nur in diesem Spiel. Jetzt gibt's kein anderes Wetter. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Jetzt ist es gefährlich. Oh, schade. Da verlieren sie den Ball. Hat der den so geplayt und wäre dann zum Abschluss gekommen? Das wäre geil gewesen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Die Gäste werden wechseln. Und es gibt eine gelbe. Ganz hartes Einsteigen. Wenigstens. Ja, okay, dann gibt es einen Platzverweis. Dann gibt es eine Rode. Danke dafür. Und das ist wer auch immer Moll ist. Jetzt sieht er rot. Überfuß. Vielleicht übermotiviert. Auf jeden Fall ein Foul. Wollen wir nicht. Ein rotwürdiges dazu. Kein Stammspieler, kenne ich nicht. Schauen wir an die Seitenlinie, Buschi. Wir bekommen jetzt also den Wechsel. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Klasse Pass. Was macht er draus? Ist hier immer noch am Ball. Da macht er ihn rein. Auch wenn sie hier hat wahrscheinlich der letzte Mann gerade gefehlt. Entsprechend auch wenig. Ja, da haben wir aber nochmal Gegentor kassiert, ne? Und wir haben einen neuen Spielstand. Also ich meine, wir hätten halt eigentlich schon eins kassiert, so ist das nicht. Viel bringt ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Na gut, heißt für uns dann Aufstiegsrang das theoretisch. Jaden Brown. Was natürlich noch nichts bedeuten muss, weil wir natürlich eine ganze Rückrunde vor uns haben. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Jetzt der Ballverlust. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ah, dauert zu lange. Macht er gut. Gutes Technik. Und dann dippt er mir den Ball weg. Egal. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgefüllt. Gerade mal Energy holen. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. Super Pass. Ja, könnte was werden. Brillant gemacht! Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber. Gegen Benzer Show heute. Das könnte was werden jetzt. Aber hart. Das könnte die Gelegenheit geben. Die Benzer Show. 1, 2. Viermal. Von 4 Toren, wa?
Und wir haben unsere reine Vorlage. Ja, wer immer Moi ist. Romanet. So. Reading. Wir sagen die Vereine halt allesamt nix, ne? Auf erstmal eine Hütte. Jawohl. So. Achso, okay. Jawohl, so. Burnley, die sind natürlich noch ein gutes Stück weit weg. Wir müssten die zweimal für verlieren und wir zweimal für gewinnen, damit wir an den vorbeiziehen würden. Weiß, ob sie Meisterschaft wird, weiß ich nicht. So kann auch noch viel passieren in Sachen Abstieg. Playoffs. Müssen wir mal schauen. Aber okay, jetzt spielen wir gegen Reading. 12, da sind die Boys, haben auch mehr Sieg als Niederlagen. Das finde ich allzu einfach werden. Frage ist halt, was macht Burnley? Burnley spielt gegen Lee. Leeds United, die haben auch keinen einfachen Gegner. Gut, müssen wir halt schauen. So, genau, wir spielen das Spiel noch, danach schauen wir nochmal in alle anderen Ligen hier rein. Oh, interessantes Trikot. Oh, das Trikot sieht cool aus. Warte mal, war da gerade Quarter im Mittelfeld? Wollt mich verarschen? Ich können wir einfach aus dem Stand mal abziehen. Ah, den hat er dann, okay. Na gut, der war auch genau die Mitte. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde, das hier im Kirkley Stadium stattfindet. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und bei uns geht es heute um ein Spiel in der EFL Championship. Könnte ein klasse Spiel werden. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Wird schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Hier sehen wir die Aufstellung von Huddersfield Town. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Thank you. Enjoy the game. So, jetzt wissen wir ja, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. 5-3-2 sehen wir heute bei Ihnen. Ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen Grundordnungen. Ja, aber wer weiß, Wolf, das könnte schon passen. Grundsätzlich sind sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet. Aber dann kommt es aufs... Ja, die defensive Aufstellung ist ein Fehler.
Und lässt du dich halt so weit hinten reindrücken. Trevo Chalobah. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Puskas. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Wollte der wieder nicht rennen, gerade der Boy, ey. Guter Pass. Gute Aktion. Boah, schade. Den Kopfball hält er. Na gut, der war halt genau auf dem Mann, ne? Simon Gustafsson. Das Ding ging halt genau auf den Mann. Auf Außen ist Platz. Da verlieren sie den Ball. Oh Mann, da wollte ich ein bisschen flexen. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Wollte ich ein bisschen mal rumtricksen. Sieht gefährlich aus. Nee, der Ball kommt zu hoch. Klasse Pass! Mann, zu nachlässig, Abstoß. Huddersfield Town muss gar nicht so viel anders machen heute nach dem Heimerfolg, als es gegen Peterborough United ging. Dieses 4:1 war eine überzeugende Vorstellung und ich glaube, sie werden heute wieder so agieren. In den freien Raum. Jetzt ist es gefährlich. Oh yeah. Das macht er gut. Muss ich nur noch irgendwie zum Abschluss kommen. Er schießt. Und nein. Das war ein bisschen zu spät, da wollte ich auch nochmal sicher gehen. Rakeem Harper. Puskas. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Okay. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Klasse Pass. Krass, dass der noch durchfährt. Und das ist der Ballverlust. Danke. Fängt diesen Danke. Ball ab. Guter Vorstoß jetzt. Oh Gott, ist das schnell. Ich kann nicht erwartet, eine Sekunde. Rakeem Harper. Joao. Jetzt ist er durch. Oh, kein Abseits. Aber den habe ich rausgeholt. Sie haben Platz. Nein, warum läufst du nicht weiter? Den Ball kann er abfangen. Joao. Gefährlich! Und so Ach, hat er. Hat er. Ganz sauber. Sie verlieren den Ball. Da ist die Flanke. Es bleibt erstmal. Scheiße, ey, komm ich einmal nicht hin. Quena. Was soll Quena spielt im Mittelfeld? Und aber Easy Game mit raus. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Ah! Ja gut, der fuckt mich bis zu mir. Gar kein Problem. Wenn er bis zu mir für mich eine Volley gemacht, dann wird er rein. Ja. Wenn wir mal ehrlich sind. Rakeem Harper. Richards. Simon Gustafsson. Ja, Simon. Da kommt die Flanke. Und die Flanke hat er. Oh, danke für die Vorlage. Er lässt sich da nicht aufhalten. Ball an den langen Pfosten. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Oh, da war aber einiges in Prügelei da hinten. Ich glaube, da liegt doch einer im Tor. Ja, da liegt einer im Tor. Da lagen sogar zwei im Tor, what the fuck? Ja, was denkst du dir als Trainer nach so einer Szene? Die Riesenchance und dann kommt überhaupt nichts dabei. Ich glaube, der eine lag davor und der andere war verbuggt. Der ist unzufrieden. Ich hab gerade eine ziemliche Prügelei da hinten gefühlt, ey. Trevo Chalobah.
Guter Pass. Nochmal. Oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Den Angelo noch nicht leer. Er war aber eine Leere. Bleibt nicht viel übrig. Sie finden kein Mittel gegen diesen Druck. Danke. Adama Diakabi. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da wäre Platz auf außen. Er kann ihn reinbringen. Er kommt hier mit dem Kopf dran. Ich sehe es in der zweiten Hälfte, muss schon was kommen, ne? Wie gesagt, so mit Stolperstein und so. Na gut, das ist nicht die schlechteste Mannschaft. Wie gesagt, hat immer noch mehr Sieger als Niederlagen. Ist auf Platz 12. Und auf der Hälfte der Tabelle. Joao. Sieht gefährlich aus. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. Und die besteht hier sogar mal fürs Gegnerteam. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit. Da kann ich mich nicht gut durchsetzen. Simon Gustafsson. Rakeem Harper. Joao. Sie haben den Ball. Also, abgepfiffen. Ja, muss mehr kommen. Beide Teams, vor allem offensiv, muss in der zweiten Halbzeit deutlich mehr kommen. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Sonst werden wir jetzt hinten reingedrückt. Kann ich mir vorstellen, weil wir die zweite. Simon, in der Regel in der zweiten Hälfte immer in so ein kleines Tief kommen. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Also in der Regel nicht immer, aber oftmals. Die Möglichkeit. Deswegen dürfen wir halt, müssen wir halt schauen, ob wir jetzt nicht nach hinten fallen. Die spielen auch mittlerweile mit einer 5er Abwehrkette, ne? Das ist halt vielleicht gar nicht mal so unsmart, tatsächlich. Wenn der Rest dann doch ganz offensiv stehen kann. Außer halt, nur wenn wir im Ballbesitz sind, drückt einer zurück. Dann müssten wir aber die Konter halt ausnutzen. Puskas. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Schönes Zuspiel. Oh. Kann er was draus machen? Und jetzt die Chance. Oh, ja, ganz stark. Schade. Da kommt die Ecke. Drüber. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast. Ja, nicht so wirklich. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung, er hat da nicht richtig getroffen. Kein Aufregung. Rakeem Harper. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Und das ist der Ballverlust. Ach, fuck. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Ja, es gibt so ein paar Mannschaften, mit denen haben wir Probleme. Das ist aber okay. Das hält wenigstens die Liga spannend. Sind wir sowas als spannend halten. Wir gewinnen sowieso jedes Spiel. Wenn wir Nummer 1 unentschieden spielen, macht es das nicht unbedingt spannender, aber. Stimmt halt schon, dass hier oben eigentlich jedes Spiel gewinnen werden müsste. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ah, ne. Mehr draus Fuck. Können. Ja, zu viel. Zu viel gestört. Das war heute nicht sein bestes Spiel. Ah, mein bestes war auch nicht. 7,2 Bewertung ist halt nicht gut. Was war das denn? Trevo Chalobah. Gute Aktion. Das Ding ist halt, entweder kriege ich ein spätes Tor hin oder die. Aber unentschieden, glaube ich, wird das nicht ausgehen. Oh.
Ja, jetzt müssen wir mal kurz die Lücke hier oben ausnutzen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, könnte was werden. Die Lücke ausgenutzt. Boom, Junge. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings die Abnahme. Besser spät als nie. Perfekt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Spät ist für mich ab der 80. Und da haben wir noch eine Zeit bisschen. Also hier könnte theoretisch noch alles passieren. Simon Gustafsson. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Ach. Nee, ist auch nicht unser Spiel. Wir haben uns einen tollen bekommen, aber. Und da kommen die Auswechslungen. Der Rest passt nicht wirklich. Na gut. Sieht man auch an der Bewertung. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Naja, vorbei ist das noch nicht, das ist klar. Sie spielen gut und stehen auch in der Tabelle. Richtig gut da. In dieser Saison bereiten sie den Fans richtig Freude. Sieht gut aus, wie sie sich präsentieren. So nicht. Also gegen eine Fünferabwehr ist es wirklich schwierig durchzukommen. Richards. Gerade weil man bei denen halt nicht mal im Flügel gehen kann, weil er auf beiden Seiten. Gute Aktion. Klasse, wie er das macht. Zusätzlicher Mann angesetzt werden kann. Also klar, nur auf einer Seite einzeln, aber. Da ist Platz. Das ist es. Wenn der Ball zu mir kommt, ist es das. Ball kommt rein. Der kommt nicht zu mir. Super Aktion, gut geklärt. Dann ist es das halt noch nicht. Oh oh. Da haben sie jetzt Platz. Obwohl es ist, Alter, es ist halt 4 gegen 1 hier hinten. 3 gegen 1. Jetzt eine gute Flanke. Flanke kommt nicht durch. Oh, clean abgefangen, sehr schön gemacht. Und die Fans geben jetzt nochmal richtig gar tolles Zuspiel. Na ah, fuck, ich wollte ihn abziehen in der Sekunde. Der Sekunde wollte ich den halt einfach abziehen. Hätte man ja mal ausprobieren sollen. Können. Oh, wow, er nimmt den Ball nicht mit. Okay, da habe ich erwartet, dass dem der Ball am Fuß immer noch klebt. Gefährlich aus. Und jetzt der Schuss. Er weiß natürlich auch, was hier auf dem Spiel steht. Vielleicht auch deshalb kein guter Abschluss. Ja, das lässt ihn natürlich. Ja, kein guter Abschluss ist halt relativ. Zu lange nach und schon ist es passiert. Wichtig ist nur jetzt nicht gleich noch eins unnötig zu kassieren. Simon Gustafsson. Fängt diesen Ball ab. Okay, der sollte eigentlich zum Keeper gehen, aber auch gut. Boah, schön weitergeleitet. Jetzt brauche ich nur einen in der Mitte. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Oder ein Flügelspieler mit Ausdauer. Ball draußen, dann Scheiße. Moore. Okay, sollte nicht allzu viel Verlängerung geben. Wahrscheinlich jetzt 3 Minuten wieder. Keine Ahnung, woher die kommen oder so. Kann ich mir vorstellen. Simon Gustafsson. Es gab relativ wenig Foul-Spiele. Schön. Das sieht durchaus vielversprechend aus. In den Rücken schon wieder. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt. Ah, 2 gehen noch, okay. Ja, jetzt haben sie vielleicht nochmal die Chance. Super dazu. Danke. War ein knappes Ding. Ist das Spiel vorbei. War ein knappes Ding, gebe ich zu. Heute 3 Punkte für sie, wer weiß. Der Ball geht ins Tor aus. Das war knapp. Ja, was denkst du dir als Trainer nach so einer Szene? Marcel Davis mit Rechtschreibfehler? Marcel Davis. Danke für den Follow und herzlich willkommen. Ich hab zuerst Marcel Davis gelesen. Einer. So. War ein knappes Ding, ja. War nicht das beste Spiel. Nee, das soll so, okay.
War nicht das beste Spiel, gebe ich zu. Aber hey, wir können ja auch nicht immer 4-0 gewinnen. Oder 9-0. Spiel zu Pro Clubs? Nee, noch nicht. Wollte in Zukunft mal anfangen. Mal schauen, er hat noch ein bisschen Zeit. Aktuell nur Karriere. So, der Boy ist wieder da, alles klar. Kann wieder auf der Bank versauern. Aber der Sieg war wichtig. In Sachen Meisterschaft. So, jetzt müssen wir gegen QRP ran. QPR. Queen's Park Rangers. Das sagt mir jetzt schon was eher. Gegen wen muss Burnley ran? Gegen Nottingham Forest. Das ist gut. Das ist gut, weil da können die vielleicht Punkte liegen lassen. Okay, ein Abstiegskandidat. So, jetzt schauen wir aber erstmal nochmal in die deutschen Ligen. Und alle anderen Ligen rein. Okay, lass mal gucken. Was sagt der FA Cup? Also, hier wird gerade gespielt wahrscheinlich. Carabao Cup. Oder auch noch nicht gespielt. Champions League. Was sagt Champions League? Oh, Dortmund vielleicht wahrscheinlich wieder eine bessere Saison erwischt. Zumindest in der Champions League. Dafür, die letztes Jahr überhaupt nicht reingekommen sind. Was zu erwarten. Wir sind auch bald durch, ne? Wo ist denn Leipzig? Wir sind noch nicht safe dabei. Also wenn... Warte mal, wo geht das hin hier? Oh, das ist natürlich schwierig. Oh, das wird schwierig für Leipzig. Müssen gegen Valencia gewinnen, wenn sie dabei sein wollen. Und Menu muss nur gegen Celtic gewinnen. Passiert, wenn man seinen Top-Torstürmer... Wenn man die Kaufoption beim Top-Torstürmer nicht zieht. Oh, der Rest sieht recht clean aus, wie das gedacht war. So, was machen Mappen denn? Die werden wieder absteigen, gehe ich mal von aus. Hier. Boah, gut. Ist halt eine sehr harte Liga oben. Bayern immer noch mit 14 Spielen. Unbesiegt. 5 Gegentore nur. Das ist nichts. 5 Gegentore. Leipzig hängt ein bisschen durch. Aber die sind oben noch alle recht nah beieinander. Oh, zweite Bundesliga. Ach komm schon, Mappen, ey, echt. 16. Hey, warum aktualisiert sich das hier gar nicht mehr? Die haben doch schon mehr als 5 Spieler hinter sich in der Saison. Kann doch nicht sein. Das aktualisiert sich halt einfach nicht mehr. Irgendwie verbuggt, keine Ahnung. Naja, machst du nix.